Herzlich willkommen zu einem Open Studio zum Thema Sexting Cybermobbing. Mein Name ist Martin Seib, bin Geschäftsführer des Instituts für Medienbildung und ich habe hier heute drei Gäste eingeladen. Christine Trüll-Schweinen, Christopher Starker und Sven Hosse von unterschiedlichen Institutionen und uns allen ist gemeinsam, wir beschäftigen uns insbesondere anlässlich des Safer Internet Days mit dem Thema Sexting und Cybermobbing. Christine, mag gleich mit dir beginnen. Du kommst von der Pädagogischen Hochschule einerseits und vom Institut für Medienbildung andererseits. Vielleicht magst du uns ein paar Worte sagen, einerseits zum Thema Safer Internet Day. Was ist das? Warum gibt es den auch? Und so zum Zweiten, was stellt sich denn unter dem Thema Sexting, Cybermobbing, was dürfen Sie denn da überhaupt darunter vorstellen? Ja, also grundsätzlich mal Safer Internet Day, den gibt es ja schon sehr lange, den gibt es jetzt schon seit 12 Jahren, ist eigentlich eine europäische Initiative und da geht es einfach darum, Heranwachsenden den sicheren Umgang mit dem Internet zu vermitteln, einerseits Eltern auch mehr oder weniger mit Fortbildungen einzubeziehen, aber auch Lehrer, Lehrerinnen und eben auch die Schüler, Schülerinnen. Und wir haben jetzt anlässlich das findet immer am 10. Februar statt, der Safer Internet Tag. Und zu diesem Anlass haben wir eben zwei Workshops geplant oder führen wir eben durch. Heute war einer zum Thema Sexting und Cybermobbing. Am 19. ist dann nochmal einer zum Thema generell sicherer Umgang, Privatsphäre im Internet. Und eben heute dieses Open Studio. Das ist eben der Anlass, warum wir heute überhaupt da sitzen. Sexting und Cybermobbing. Das ist etwas, was einerseits jetzt plötzlich alle sehr sensibel werden, weil das in den Medien auch hochgespielt wird. Andererseits, also es ist etwas, was in der Schule tatsächlich vorkommt. Andererseits ist es aber auch etwas, was immer schon in irgendeiner Form da war. Ja, also gemobbt wurde immer schon. Dann ist es auch so, dass die Medien auch nicht immer nur schuld sind. Natürlich ist es auch ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel das Internet mit hereinspielt und Mobbing plötzlich eine ganz andere Dimension bekommt, als es früher bekommen hat. Aber uns geht es eigentlich in unserem Workshop darum, einerseits schon auf die Risiken hinzuweisen, aber andererseits eben auch Lehrer, Lehrerinnen, an die richten sich jetzt die Workshops, die wir gerade machen, auch einen Umgangsformen zu vermitteln, wie gehe ich überhaupt mit Medien im Unterricht um und wie kann ich auch präventiv im Hinblick auf Cybermobbing und Sexting arbeiten. Du sagst, so das Thema Mobbing ist nicht ganz neu und auch die Phänomene, die hinter Sexting stehen, sind möglicherweise nicht ganz neu. Christopher, der Verein Selbstbewusst kümmert sich ja primär so um Präventionsarbeit, aber ihr werdet natürlich auch dort oder da mal gerufen, wenn da schon was passiert ist. Welche Anfragen kommen denn da üblicherweise auf euch zu? Genau, also in erster Linie ist uns immer sehr, sehr recht, wenn wir ja schon da waren, bevor irgendwas passiert. Wir werden aber eben ja auch geholt, wenn eben zum Beispiel das Thema Sexting auftaucht, wenn jemand ein Nacktfoto von sich verschickt hat und das plötzlich, wollte es verschicken nur für den Freund oder nur für die Freundin und plötzlich hat die ganze Klasse das Foto. Das heißt, das ist das Phänomen Sexting. Also man verschickt ein Nacktfoto und plötzlich taucht der andere mit dem Nacktfoto auf, ist ja nicht ganz unpeinlich. Ganz genau. Also da gilt es einfach, ja, die Jugendlichen darauf vorzubereiten, was das Internet macht, was da passiert. Und Sexting wird oft so als Art Liebesbeweis oder Vertrauensbeweis sozusagen benutzt. So, wenn du mich liebst, dann schickst du mir jetzt bitte ein Nacktfoto von dir, was ja schon eigentlich ziemlich zweifelhaft ist, ja, wenn ich so unter Druck gesetzt wäre, irgendwas zu tun, was ich vielleicht selber gar nicht machen will. Und dann mache ich das in der Hoffnung, natürlich, die Jugendlichen, die Beziehung wird ewig dauern und man wünscht es ihnen natürlich auch, aber die Realität ist leider anders. Und dann ist die Beziehung vielleicht zu Ende und dann kann dieses Foto eben gegen mich sozusagen verwendet werden und wird dann eben vielleicht nur an einen Freund einmal verschickt, aber der findet das dann lustig, auf WhatsApp oder sonstigen ja, sozialen Netzwerken das irgendwie zu veröffentlichen. Und dann sind wir natürlich auch ganz klar in einem strafrechtlichen Bereich drinnen. Also es wird dann wirklich sehr, sehr gefährlich, weil es hier um die Verbreitung von Fotos geht, wo Minderjährige nackt zu sehen sind. Und das muss man natürlich verhindern, beziehungsweise da muss dann auch wirklich gehandelt werden. Ja.
Da sind zwar spannende Stichworte drinnen, einerseits so das Thema strafrechtlicher Bereich. Da mag ich zum späteren Zeitpunkt dann ein Stück fragen, so, ja, wie geht man denn da optimalerweise auch damit um? Weil ich glaube, es ist ja jetzt nicht so richtig toll, sofort mit der juristischen Keule, du hast da was gemacht, was du gar nicht darfst und jetzt gibt es dann gleich die Abmahnung und die Vorstrafe oder was auch immer. Denk mal die Frage, ja, wie kann man Kinder und Jugendliche ein Stück weit darauf vorbereiten? Dahin wird es heute auch in diesem Studio natürlich mitunter auch gehen. Aber jetzt zu Sven. Sven Hosse kommt ebenfalls von der Pädagogischen Hochschule. Du hast sehr viel schulischen Erfahrungshintergrund. Schule, wo ja die meiste Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Grundschulbereich jedenfalls, aber auch in den höheren Schulen. Wie wird denn von Schule dieses Thema momentan auch aufgenommen und welchen Standpunkt hat denn die Pädagogische Hochschule dazu? Es gibt zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass man in der Schule die Probleme gerne aussitzt und sagt, warten wir, bis die ältere Generation rausgewachsen ist. Die Jüngeren können das dann schon. Und das ist zum Beispiel die Aufgabe der Pädagogischen Hochschule und auch mein Bereich eben, dass wir in der Ausbildung der künftigen Pädagoginnen und Pädagogen Wert darauf legen, dass sie die Handhabung, die sinnvolle Nutzung von digitalen Medien im Unterricht, im Lehr-Lern-Prozess lernen, um diese Themen auch ansprechen zu können. Und wie die Christine es vorhin auch gesagt hat, oder du auch, Mobbing hat es schon immer gegeben, jetzt kommt Cyber dazu und plötzlich ist was anders. Und dieses Anderssein, diese Reichweite dessen, was da plötzlich erreicht wird, das müssen wir thematisieren. Und zwar auch bei zukünftigen Pädagogen und Pädagoginnen, damit sie es dann im Unterricht mit den Schülern und Schülern in der Praxis umsetzen können und diese Themen mit ihnen auch besprechen können. Also nicht da sitzen und warten, die Jungen können das, das ist eine Überschätzung, sondern wir müssen es in der Ausbildung integrieren und ihnen mitgeben, als Handwerkszeug mit diesen Medien auch gut umgehen zu können. Na, die Jungen können es ja eh. Ja? Sie können ein Foto von sich machen und das wunderbar posten, aber ob das jetzt förderlich ist, ob das jetzt sozusagen die Kompetenz ist, um die es geht, durchaus auch eine Frage, die sich in diesem Feld auch bewegt. Jetzt geht es ja nicht nur um so das Thema der Pädagogen und der Pädagoginnen, die ja da ein Stück vorbereitend, präventiv auch arbeiten können, sondern dem oftmals ja einfach auch um Eltern. Ja, und wenn ich mir denke, so meine eigenen Kinder sind gerade mal 12 und 14, also ein Alter, wo es ganz langsam auch spannend wird. Was würdet ihr mir denn empfehlen? Was könnte ich denn als engagierter Vater auch tun, um meine Kinder da ein Stück weit auf diese Phänomene auch vorbereiten? Wer mag denn? Also man, vielleicht ist es was, was wahrscheinlich Christoph und ich gemeinsam beantworten können. Also generell, das gilt jetzt nicht nur für die Eltern, das gilt für die Schule genauso. Es ist wichtig, ein offener Umgang damit. Also generell ist es schlecht, Medien zu verbieten, ja, Handyverbot. Also alles, was verboten ist, ohne überhaupt eine Begründung auszusprechen, ist nicht unbedingt förderlich. Es ist auch so, dass gerade das Verbotene dann interessant wird. Wichtig ist auch im Bereich, also jetzt, wenn es Sexting anbelangt, das wird vielleicht der Christopher noch ausführen, auch einen offenen Umgang damit, was ist Sexualität, was ist Liebe, auch bei Cybermobbing, Mobbing, so etwas, wo hört denn der Spaß auf? Ja? Also oft, Cybermobbing beginnt manchmal auch erst nur als Spaß, ja. Ich mache mal ich poste ein witziges Foto oder eine witzige Meldung irgendwo auf einer Social Network Site, ohne dass mir dann bewusst ist, einerseits die Reichweite, das ist nicht etwas, wie das früher war, das ist eine Fehde zwischen zwei Schülern, Schülerinnen, sondern es ist etwas, das kriegt nicht nur die ganze Klasse mit, sondern das kriegt von mir aus auch die ganze Schule oder der ganze Ort oder, wenn man will, die ganze Welt mit, je nachdem, wo man das dann postet, dass das einfach auch Folgen hat. Und da ist eben wichtig, diese Dinge auch zu besprechen. Ja, was machst du denn da gerade im Internet? Weißt du eigentlich die Reichweite des Internets? Ist dir eigentlich bewusst, dass das jetzt kein privater Raum ist, wenn ich jetzt auf meiner Social Network Site bin, sondern dass das etwas sehr Öffentliches ist? Oder zu sagen, ist für mich das okay, wenn dieses Foto auf jeder Bushaltestelle plakatiert wird? Oder ist das etwas, was ich vielleicht nur mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund teilen möchte? Also immer auch so diese Bezüge zum alltäglichen Leben herstellen, das wäre irgendwie ganz wichtig.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, genau, dass man den Kindern sozusagen anbietet, nicht nur in der Schule, sondern du als Papa sozusagen auch, dass man ihnen anbietet, darüber können wir reden. Ja, das ist besprechbar, wir können das diskutieren und bereden und vielleicht auch also als Beraterfunktion, weil bei einer 12-, 13-, 14-Jährigen, die hat jetzt, was Liebesbeziehungen direkt angeht, vielleicht noch nicht die Erfahrung. Ja, die kennen sich vielleicht schon, oder viele 14-Jährige kennen sich bei den ganzen Social Networks und was im Computer so los ist, kennen sie sich schon weit besser aus wie wir, aber wie Beziehungen laufen, wie Liebe sozusagen funktioniert, da wäre es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie da vom Papa viel hört und von der Mama und eben auch von den Institutionen, wie was läuft da, was funktioniert hier, dass sie viele verschiedene Meinungen hören und sich aus diesem Pool sozusagen die eigene Meinung dann bilden können und dass nicht nur zum Beispiel das Internet als mein Befragungsmedium da ist, sondern eben, wenn ich es besprechen kann, wenn ich weiß, mit dem Papa kann ich auch über Beziehungen reden oder vielleicht auch über Sex, ja, was natürlich schon ziemlich peinlich ist, aber vielleicht geht das halt dann mit der Mama, aber es muss einfach einen Platz haben und da muss ich als Erwachsener offensiv zu den Kindern hingehen und sagen, du, über das können wir reden und ich weiß, oder ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es lauern einfach gewisse Gefahren da kann ich dir weiterhelfen, aber hilf mir du einmal bitte weiter, wie kriege ich denn das Foto jetzt wirklich daher, das hast du ja letztens sehr, sehr schön für mich formuliert, eben dieser gemeinsame Austausch, dass man da wirklich sich gemeinsam dieses neue Medium irgendwie erarbeitet. Ja. Ich glaube, das ist schon auch das Problem, dass sich viele Parteien, die in diesem ganzen Gebiet dann doch auch beschäftigt sind, beschäftigt sein sollten, sich gegenseitig den schwarzen Peter und die Aufgaben zuschieben. Die Eltern sagen, wir kennen uns nicht aus, liebe Schule, macht ihr das. Die Pädagogen und Pädagoginnen sagen, wir sind nicht dementsprechend ausgebildet, wir sind nicht dafür zuständig, das ist das Elternhaus und so wird dieses Problem hin und her geschubst, ohne nach einer Lösung zu suchen. Und die Lösung, glaube ich, wäre schon, dass alle in einem Boot sitzen. Schule als Institution, die gewisse Regeln, Grenzen aufstellt. Pädagogen und Pädagoginnen, die damit arbeiten und zwar nicht verbieten, sondern die diese digitalen Medien versuchen, sinnvoll, aber bewusst für Bildung, für Lernprozesse einzusetzen, wie es ganz selbstverständlich außerhalb der Schule auch gemacht wird. Und auch Eltern mit reinholen ins Boot und die Schüler auch. Nur in diesem Konstrukt gemeinsam sind wir stark, kann man versuchen, Lösungen zu finden für einen sinnvollen Einsatz, aber auch Grenzen zu stecken, hier hört es auf. Und mir fällt gerade bloß ein, Safer Internet bietet solche Workshops an, ich glaube Schutzimpfung, wo eben alle vier Partner dabei sind, Schule, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen sowie Schüler, werden dort in Workshops ausgebildet und nur gemeinsam kann man dieses Boot sozusagen auch auf gutes Fahrwasser bringen. Das wäre so meine Intention. In diese Richtung sollte man arbeiten. Also das ist jetzt auch die kurze Werbeeinschaltung für Safer Internet, aber durchaus als Angebot an Schulen, du hast es angesprochen, Safer Internet, Schutzimpfung ist ein Programm von Safer Internet, wo wirklich Lehrer, Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen und auch Elternabende in einem Paket veranstaltet werden, damit alle die gleiche Information zu den Themen haben, jetzt nicht nur zum Thema Sexting und Cybermobbing, sondern generell zum Thema Sicherheit, Internetverwendung. Da sind es dann die Lehrer, Lehrerinnen, die jetzt auf die Beratungsstellen auch zugehen können oder auch engagierte Eltern, die ja durchaus möglicherweise dort auf die Lehrerinnen zugehen und sagen, machen wir doch mal was in der Schule, also seitens des Elternvereins. Werbeeinschaltung Ende. Wenn ich mich jetzt so in die Situation von Eltern auch reinversetze, und das kenne ich durchaus auch aus meiner eigenen Haltung und einmal mehr Frage an dich, Christopher, dann frage ich mich, hey, ich, wie ich jung war, ich habe auch kein Nacktfoto von mir gemacht. Ja, also ich meine, zu was müssen junge Menschen heute sich gegenseitig Nacktfotos schicken? Ja? Was steckt denn da dahinter? Genau, ja. Also gibt es mehrere Hintergründe, warum es gemacht wird. Einerseits eben der Liebesbeweis, ja, das kann eben wirklich offensiv kommen, als schau mal, ich schicke dir das, weil ich dich so lieb habe. Es kann eben unter Druck passieren, dass man es einfordert, wenn du mich lieb hast, dann machst du das jetzt bitte. Es wird auch als Art Mutprobe gesehen, also auch gleichgeschlechtliche Gruppen sozusagen untereinander schicken sich das gegenseitig zu. Auch dann kann es natürlich missbräuchlich verwendet werden. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie ich dazu animiert wäre oder angestachelt oder eben vielleicht leider sogar genötigt wäre dazu. Ja. Mhm. Aber das sind so die gängigsten Methoden. Ja, und was
motiviert denn da so die Jugendlichen, wenn sie angestachelt werden? Also bin da jetzt so ein bisschen auf der Suche nach, was könnte denn da meinen eigenen Sohn denn möglicherweise, welches Motiv geht denn da? Wenn man natürlich wieder von Gleichaltrigen angestachelt, macht das oder macht das, das kennen wir ja auch vom Schulhof sozusagen, ja, traust du das oder traust du das, hey Feigling und so weiter und so fort, ja. Aber ja, was ist denn da durchaus ein Motiv auch da, dass junge Menschen dahingehend treibt, bis hin zu fast kriminell, du hast das angesprochen, kriminelle Handlungen im Internet auch zu machen. Was läuft denn da im Hintergrund? Ja, es ist eine neue Welt, es ist eine andere Welt, in der ich mich zeigen muss, in der ich mich behaupten muss, in der ich sagen muss, wie viele Freundinnen oder wie viele Freunde habe ich, wie viele Likes habe ich, wie viele Klicks habe ich. Und in dieser Welt muss ich auch meine Position finden. Ich glaube, da hast du heute auch beim Workshop schon ganz, ganz gute Worte gefunden. Im Prinzip ist es so, es ist immer das Gleiche. Ja. Also es geht gerade in der Pubertät, aber es ist was eigentlich auch das ganze Leben, weil das ist ja alles, Sozialisation hört ja nie auf, aber es geht eigentlich schon ein bisschen ein Stück weit um Identitätsarbeit, Identitätskonstruktion. Gerade so als Jugendliche, wer bin ich, wer möchte ich mal sein, wie präsentiere ich mich den anderen? Ja? Das fängt an bei der Kleidung, beim Musikstil, wie zeige ich mich, und geht natürlich bis zu meiner Seite auf einer Social Network Seite, meinem Profil. Wie präsentiere ich mich dort auf meiner Profilseite? Welche Fotos stelle ich darauf von mir? Wie cool bin ich denn unter Anführungszeichen? Oder was traue ich mir über WhatsApp oder wie auch immer? Also das sind diese Dinge, einerseits so ein bisschen Mutprobe, aber andererseits auch sich selbst zu finden. Also es ist ein Selbstfindungsprozess und da probiert man vieles aus. Und bei manchem passiert es eben auch, dass das Heranwachsende über das Ziel hinausschießen. Und das wäre eben auch gut, eben auch schon im Vorhinein einerseits zu signalisieren, wenn irgendwas passiert, man kann mit mir reden, also einerseits jetzt von Seiten der Lehrer, Lehrerinnen, aber auch ganz wichtig, auch vom Elternhaus, man kann über alles reden. Und das wäre jetzt das Sexting, und Cybermobbing ist ja auch sowas, da geht es auch ganz oft um Macht, ja. Mal etwas auszuprobieren und dann merken, ich habe plötzlich Macht über den anderen, indem ich den fertig mache, ja, oder diejenige fertig mache. Und das gab es eben schon immer, das Hänseln am Schulhof. Es ist jetzt natürlich noch viel leichter, wenn ich das übers Internet mache, weil dann kann ich das anonym machen. Dann sehe ich zum Beispiel auch nicht mehr, wenn die andere Person in Tränen ausbricht. Dann verschiebt sich auch so ein bisschen die Grenze, und da liegen vor allem eben auch die Gefahren. Also das waren jetzt einfach ein paar Beispiele, ja, Händeln am Schulhof, eine altbekannte Tatsache, ja, auch das könnte man sagen, ja, war schon in irgendeiner Form Mobbing, ja, oder Cowboy und Indianer spielen oder Räuber und Gendarm, ja, es gibt auch dort diese Strukturen ganz ähnlich. Was ihr jetzt erst ja gesagt habt, okay, Mobbing ist ja jetzt nichts Neues, sondern schaut halt möglicherweise auch da nur anders aus. Ja, und so halt auch die Formen Sexting und Cybermobbing, um die es ja da heute Abend auch geht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Technik das viel leichter macht. Diese Geschichten, die hat es immer gegeben. Wenn ich früher Nacktbilder sehen wollte, musste ich aber erst zum Bahnhofskiosk laufen, wo sie auf den Zeitungen abgedruckt waren oder auf den Zeitschriften. Heute sind sie einen Mausklick weit entfernt. Früher, wenn ich Bilder machen wollte, musste ich die Filme erst zum Entwickeln schicken und mir die besten aussuchen. Das war sehr teuer. Heute mache ich einen Klick mit dem Smartphone und ich mache noch einen Klick und dann ist es im Internet. Also diese Handhabung macht es auch sehr viel leichter. Nur das Bewusstsein, was hinter diesem Klick dann steckt, das fehlt bei vielen eben. Das Bewusstsein, wenn ich dieses Bild jetzt ans Netz stecke, dann ist es nicht das Foto, was ich dir, meinem besten Freund, gebe und der hat es dann irgendwo in seinem Geldbeutel versteckt, sondern das ist eben, wie du es vorhin gesagt hast, manchmal nicht nur für die Klasse, für die Schule, sondern weltweit sichtbar. Und das mit nur einem einfachen Mausklick. Und dieses Bewusstsein, das müssen wir Schüler und Schülerinnen und Jugendlichen und auch Erwachsenen zum Teil erst beibringen und sagen, hey, dieser Klick, weißt du, was du jetzt da machst? Was können ganz konkret wir, Erwachsene, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, was können ganz konkret wir tun, um genau das zu erreichen, nämlich dieses Bewusstsein auch bei jungen Menschen zu initiieren?
Safer Internet bietet Programme an, aber was kann jeder von uns, jeder Elternteil, jeder Großvater, jede Großmutter möglicherweise tun? Also ich propagiere dafür, eben keine Verbote auszusprechen, sondern zu zeigen, wie man es sinnvoll einsetzen kann, wie man digitale Medien sinnvoll in der Freizeit, das würde Eltern betreffen, aber auch im schulischen Kontext einsetzen kann für Bildungsprozesse und das so früh wie möglich. Wir haben jetzt ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte überdauert, bei denen wir diese Aufklärungsarbeit, diese Präventionsarbeit nicht gemacht haben und kehren momentan einen großen Scherbenhaufen zusammen. Und wir wissen, wenn die Kinder pubertieren, dann sprudeln hier viel mehr Hormone als hier oben Geistesblitze. Ja? Und diesen Scherbenhaufen, der dann da ist, den müssen wir zusammenkehren, weil wir nicht präventiv arbeiten konnten, weder im Elternhaus noch in der Schule. Und wenn wir das so früh wie möglich machen, den Umgang mit digitalen Medien in der Schule so selbstverständlich in den Unterrichtsprozess integrieren, natürlich mit Grenzen, die wir auch stecken, aber für den Bildungsprozess, für produktive Arbeit einsetzen und dann gleichzeitig darauf hinweisen, da müsst ihr aber zum Beispiel aufpassen, wenn ich Kinder eine Arbeit erstellen lasse, eine Präsentation erstellen lasse oder ähnliches, dann kann ich gleich in diesem Prozess auch darauf hinweisen, ihr könnt es nicht einfach Google-Bildersuche und rüberkopieren, das ist verboten, sondern dann muss ich, welche Bilder darf ich benutzen, was für Bilder darf ich veröffentlichen, dann kann ich das mit Bildern zum Beispiel, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, gleich präventiv erarbeiten, damit später eben keine Facharbeiten, Seminararbeiten oder sonst was abgegeben werden, wo kopierte, verbotene Bilder drin sind. Also du plädierst jetzt dafür, einfach noch mehr, noch intensiver in die Medien auch reinzugehen, und ich sage bewusst noch mehr, weil auf der einen Seite müssen wir uns ja durchaus auch immer wieder anhören, die jungen Menschen sind ohnehin schon viel zu viel mit und in Medien unterwegs. Ein Mehr auf alle Fälle, ja, aber vor allem einen sinnvollen Umgang. Also nicht nur, wir nehmen es her, weil wir das gut halten oder so, sondern schon sich auch bewusst machen, wo ist es besser, dieses Medium einzusetzen. Das machen wir im Privatbereich auch. Manchmal nutzen wir zu Hause unser ganz normales analoges Schnurtelefon oder Schnurlostelefon, aber ein normales Telefon. Manchmal lesen wir Zeitungen aus gedrucktem Papier und das ist sicherlich auch gut und sinnvoll. Und manchmal ist es einfacher, sich eine Information aus dem Internet zu holen. Und genau dieses auch bewusst machen, wo ist es sinnvoller, wo ist es wertvoller, digitale Medien einzusetzen, das sollte ich auch in den Unterricht reinnehmen. Und da würde ich vielleicht auch gleich nochmal ergänzen, also weil du gerade angesprochen hast, es gibt ja diesen Ausspruch, ja, die Kinder, Jugendlichen sind ohnehin nur mehr mit Smartphone und Internet unterwegs und machen viel zu wenig was anderes, und deswegen sollte man das nicht noch mehr fördern. Ich würde den umgekehrten Weg gehen. Es ist einfach Tatsache, dass Heranwachsende einen Großteil hatten Smartphone, die sind alle im Internet. Das ist einfach ein Fakt und dem können wir uns nicht verschließen. Das gehört zu unserer heutigen Gesellschaft dazu. Wir sind in einer Mediengesellschaft und da müssen wir das auch akzeptieren und damit auch lernen, umzugehen. Das heißt, das auch nicht zu ignorieren, wenn das eben jetzt der Fall ist. Sie haben alle internetfähige Handys, dann muss ich eben auch lernen, dieses Gerät einzusetzen. Und da geht es nicht um die Technik, weil die Technik ist leicht erlernt, sondern eben auch, was darf ich und was darf ich nicht. Und im Unterricht, wenn ich das da zum Beispiel einsetze, oder das muss jetzt nicht Handy sein, es kann auch normal Internet sein, kann ich natürlich dann durchaus, wie das der Sven gesagt hat, wenn ich es vielleicht ursprünglich in einem ganz anderen Kontext, um irgendwelche Unterrichtsinhalte zu erarbeiten, einsetze, gleichzeitig eben solche Dinge wie zum Beispiel Persönlichkeitsrechte thematisieren. Ja? Darf ich einfach von meinem Banknachbarn da ein Foto machen und darf ich das einfach verwenden, ohne dass der zustimmt? Oder wie darf ich mit diesen Fotos umgehen? Das wäre ein erster Schritt, und wenn da eine gewisse Sensibilität da ist, dann ist, glaube ich, oder ein Bewusstsein auch, dass es bestimmte Rechte gibt, ja, im Urheber-, Persönlichkeitsrecht, und dass ich da auch wirklich Gesetze breche, wenn ich mich nicht dran halte. Wenn dieses Bewusstsein da ist, hat man zumindest die Chance, ja, es ist wieder bei jedem Einzelnen anders,
dass dann, wenn man gerade so in der Pubertät ist, zumindest weiß vielleicht, okay, da ist eine Grenze, da kann ich nicht drüber gehen. Ja, auch wenn ich irgendwie besonders cool sein möchte oder wie auch immer. Also durchaus Grenzen lernen. Grenzen lernen, genau, indem man damit umgeht, eben auch wissen, wo sind, aber was kann und darf ich auch damit machen. Ja. Es gibt ja auch, also für mich gibt es ja nicht den Unterschied zwischen reale und virtuelle Welt, weil das alles unsere Realität ist, aber es gibt in der Offline-Welt gibt es Regeln, an die wir uns halten müssen. Und die gibt es halt online genauso und die müssen erlernt werden. Jetzt sagst du, Sven, so die Bilder sind heute nur einen Klick weit entfernt. Früher, so in unserer Generation, war es schwieriger. Ich habe an den Kiosk gehen müssen und mir die eine oder andere Zeitschrift auch holen können. Insbesondere das Internet verändert da schon ganz viel. Ein Klick weit entfernt. Zur Frage an dich vor dem Hintergrund eurer Expertise beim Verein Selbstbewusst. Wie verändert das Internet die Sexualität von jungen Menschen? Da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es wurde 2007 einmal erhoben, wann ist denn so der Erstkontakt mit Pornografie? Weil in dem Moment, wo ich so ein Handy in der Hand habe und Zugang zu Netzwerken, zum World Wide Web und so weiter, geht es eben relativ leicht an diese Bilder oder an die Filme heranzukommen. Und das ist eben auch eine Information, die Eltern einfach brauchen, ja, das wissen zu müssen. 2007 war es so, dass bei den Burschen der Erstkontakt mit Pornografie so mit 11 war circa. Ja, da haben die zum ersten Mal freiwillig oder unfreiwillig, ja, unter die Nase gehalten, falsches Fenster aufgemacht, ich habe, weiß ich nicht, meinen Lieblings-Popstar falsch eingetippt, habe keinen Filter für Sexseiten und habe auf einmal hier eine Hardcore-Seite vor mir. Das müssen Eltern auf jeden Fall einmal wissen, dass das so ein Alter ist, wo sie damit konfrontiert werden. Weil wenn man Eltern fragt, wann sollte man Aufklärung machen, wäre es ihnen am liebsten so kurz nach dem ersten Mal, wenn es geht. Ja, dass das natürlich viel zu spät ist, ja, ist ganz klar. Sie müssen auch wissen, dass das erste Mal in der wirklichen Welt sozusagen, wo sie Sex haben, so zwischen 16 und 18 passiert, ja, beim Großteil der Jugendlichen, ja, bei über 60%. Bei 20%, die sind sogar älter als 18, wo ihr erstes Mal ist. Da kamen auch viele Eltern, die haben mit 12 das erste Mal Sex, durchschnittlich. Also es fehlt ja einfach wirklich an der Information, deswegen baut man sich ein falsches Bild auf und deswegen glauben die Eltern eben, wenn wir in die Volksschulen kommen, da ist ja viel zu früh, ja, da mit den Kindern schon drüber zu reden. Es ist wirklich essentiell. Es ist wichtig, dass sie hier Wissen bekommen, dass sie einerseits diese Filme einordnen können. Was ist das? Ja, eben keine Doku über Sexualität, sondern eher ein Thriller-Schocker in dem Genre in etwa angesiedelt. Und sie können da eben nichts lernen, was sie erhoffen. Sie glauben, da lerne ich jetzt was über Sex. Das heißt, sie brauchen von uns die Information, was ist Sex, ja, wo gehört das hin, eben einmal zu Erwachsenen und älteren Jugendlichen, ja, die so um die 16, 18 und älter sind. Aha, habe ich den präventiven Wink sozusagen mit, das darf er mit mir niemand machen, ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt, ich schütze die Kinder auch durch diese Information. Und wenn man sich vorstellt, wenn für einen 11-Jährigen oder 10-Jährigen, es geht ja leider immer weiter runter, wenn der noch gar nichts über Sexualität erfahren hat und dann das allererste, was er sieht, ist ein Porno, sind diese Bilder, dann haut es den einmal richtig vom Hocker. Ja. Wenn er dann aber weiß, ui, da kann ich mit dem Papa drüber reden, weil bei uns kann man über alles reden zu Hause oder in der Schule wird es zum Thema gemacht und so weiter, dann ist er viel, viel besser aufgefangen, dann kann er das auch besser verarbeiten. Optimal wäre es natürlich, wenn er gute biologische Aufklärung hat, wie entstehen die Babys, wo komme ich überhaupt her, wie passiert das, ja, das ist jetzt nicht so ein arges Wissen, sage ich mal, sondern das interessiert Kinder eigentlich schon sehr, sehr früh. Das war nicht der Storch, oder? Nein, doch nicht der Storch. Nein. In manchen Ländern ist der Bierschaum oder ein Angebot im Supermarkt oder so, das macht es den Eltern natürlich leicht. Oder zu sagen, da bist du viel zu klein. Nein, in dem Moment, wo ich diese Fakten, dieses Wissen habe, das interessiert Kinder. Und spätestens mit dem Übertritt zur nächst höheren Schule, wo ich dann in einer Hauptschule oder in einem Gymnasium bin, wo ich mit 18-, 19-jährigen Erwachsenen eigentlich auf derselben Bank sitze und mein Jausenbrot esse, natürlich höre ich da andere Wörter, natürlich sind da Themen, die bei mir ja, Neugierde auslösen. Und wenn ich da keine Möglichkeit habe, das irgendwo zu erfragen, dann nutze ich das Internet. Und gerade wenn es um Thema Sex geht, das Internet zu befragen, ist nicht so gescheit. Ja, also da den Kindern den Tipp geben, du weißt ja nicht, googelst, ist ganz schlecht, weil man kommt natürlich hauptsächlich auf Pornoseiten. Und Kinder und Jugendliche nutzen das Internet als Informationsquelle,
gerade in diesem Bereich, da brauchen sie sozusagen uns an der Seite, wenn sowas gesucht wird oder wenn man da Informationen braucht, damit das eben einerseits kindgerecht überhaupt ist, dass sie das aufnehmen und verarbeiten können und überhaupt auch fachlich richtig. Weil das, was ein, weiß nicht, 8-Jähriger von einem 12-Jährigen so hört über Sex, wird wahrscheinlich das ein oder andere Geschichtel dabei sein, wie man so schön sagt. Also wenn du sagst, Kinder und Jugendliche brauchen uns, also die Eltern und halt dort oder da natürlich auch mal die eine oder andere Beratungsstelle, falls die Eltern auch ausfallen, aber ich glaube, es geht ganz wichtig darum, dass die Eltern da auch ein Stück weit Kompetenz auch übernehmen. Du sagst, wenn man es googelt, dann kommt möglicherweise ganz viel Information aus dem Internet. Jetzt, vorher waren es die Zeitschriften, heute ist das Internet. Das ist ein Phänomen, das ich generell gerade im Bereich Sexting, Sex, wir sind ja da im Open Studio zum Thema Sexting und Cybermobbing auch feststellen, es ist ganz viel Sexangebot im Internet. Ich frage mich da, wieso ist das so? Ja, gab es das immer schon? Oder ich meine, ich aus meiner eigenen Jugend, ich sage, so viel Zeitschriften, da ist ein ganzer Kiosk voll, wenn ich mir das anschaue. Also so viel gab es damals, wie ich jung war, nicht. Können Sie mir da eine gute Begründung liefern, warum das so ist? Also ich glaube, es gibt sehr viel mehr anderen Inhalt auch. Die Frage ist, wenn ich neugierig bin, nach was suche ich, wenn ich alleine bin? Und was kann ich da raus tun? Das ist ja auch ein verbotener Bereich, der macht mich wieder neugierig. Und so sind Jugendliche veranlagt und auch Kinder. Das, was verboten ist, das, was ich nicht darf, das probiere ich natürlich viel lieber aus. Und das sind diese Themen. Und ich glaube auch im schulischen Kontext jetzt wieder, wir Pädagogen und Pädagoginnen und auch wir Eltern sind teilweise überfordert mit dieser Situation. Und Lehrer, Lehrerinnen sind keine Wunderwuzis. Die können das nicht alles bewerkstelligen. Und daher ist es wichtig und es ist eine Forderung, die wir schon lange als Lehrer und Lehrerinnen haben, externe Experten dazu zu holen. Wie zum Beispiel euch jetzt in die Schule zu holen, weil ihr seid einmal da. Die Schüler und Schülerinnen sprechen mit euch, glaube ich, ganz anders als mit dem Lehrer, die Lehrerin, die dann auch noch ein Zeugnis schreiben muss. Und mit den Eltern, das ist es ja eher peinlich, wenn ich mit denen über sowas rede. Ja. Und ich glaube eben, das sind diese verbotenen Dinge. Da probieren sich Jugendliche aus, die müssen sich, wie sagt man so schön, die Hörner abstoßen. Ja. Ich glaube, der andere Part, es gibt sehr viel mehr, was nicht mit Sex und Porno und Cybermobbing zu tun hat. Dieser Anteil am Internet ist sehr viel größer. Aber der Verbotene und da, wo es juckt und da, wo es reizt, den gibt es eben auch. Und der ist sehr schnell erreichbar, schneller als es früher möglich war. Also du sagst aber auch, Lehrer dürfen durchaus auch Menschen sein, einfach auch mal ein Stück weit sich auch jemanden zur Hilfe zu holen. Sie müssen nicht alles können, sie müssen nicht die Wunderwurzel sein, sie geben darüber hinaus Noten. Aber ich denke mal, sie dürfen auch gegenüber den Kindern und Jugendlichen, die sie da im Unterricht auch haben, auch mal Menschen sein und sagen, ja, okay, es ist durchaus ein menschliches Thema, ja, Cybermobbing, Sexting und alles das, was sich da an neuen oder wohlbekannten Formen rund ums Internet dreht. Ja. Aber jetzt bin ich immer noch neugierig. Es gibt ganz viel, natürlich, es gibt ganz viele andere Inhalte auch im Internet, aber es gibt auch ganz viel Sex und Pornografie. Woher kommt denn das eigentlich? Warum steht denn das im Netz? Also ich denke mir, die ursprünglichen Gründe, warum es das gibt, sind die gleichen Gründe, warum es immer schon Pornozeitschriften gab. Also es gibt einfach einen gewissen Markt, es gibt ein gewisses Interesse daran und es ist natürlich auch in dem Bereich übers Internet alles viel, viel einfacher, als das im Frühjahr war, ja, mit analogen Medien. Ja. Und dadurch, genauso wie eben auch wieder Sven gesagt hat, insgesamt ist ja die Informationen, die es gibt, die schnell und frei zugänglich sind, die sind ja insgesamt riesengroß und gewachsen in allen Themenbereichen. Und dazu gehört eben auch das Thema Pornografie und Sex. Also deswegen ist es etwas, das ist auch nichts Neues, dass es das gibt, dass es da jetzt auch, dass es leicht erreichbar ist, das ist das Neue. Aber das betrifft eben auch alle anderen Themen. Das heißt, im Prinzip höre ich jetzt so für mich ein Stück weit das Elternteil raus, es ist gar nicht zu übertreiben, sozusagen, es gibt ja tausend andere Informationen auch und sozusagen das Thema Sex im Internet, Pornografie, ja,
gar nicht als allzu wichtig auch zu nehmen, weil es ist im Konvolut aller Informationen, ist es halt genauso. So würde ich es jetzt auch wieder nicht sehen. Also wichtig ist einfach zu wissen, dass es das gibt, dass es da ist. Und umso wichtiger ist es eben auch, Kinder, Jugendliche darauf vorzubereiten. Im Elternhaus, aber auch, dass man in der Schule so etwas offen auch thematisieren kann. Und wenn es dann tatsächlich wirklich gerade mal so ganz interessant ist in einer Klasse, da muss, wenn was vorgefallen ist, ist es dann meistens ohnehin schon wieder mal zu spät. Natürlich, da sollte man auf jeden Fall auch jemanden noch von außen hinzunehmen, aber einfach zu wissen, wenn dieses Thema gerade wirklich so präsent ist, dass man eben das auch gemeinsam angeht, mit Eltern, mit den Schülern und auch dann mal wirklich jemanden von außen reinnimmt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, es ist wichtig in der Ausbildung von Lehrer, Lehrerinnen, das schon mal anzusprechen, dass sie sich auch bei diesen Themen auskennen, aber dass sie dann auch wissen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt hole ich mir auch einen Experten oder so eine Expertin von draußen. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben als Lehrer, Lehrerin nicht immer alle Probleme lösen kann, vor allem wenn es Probleme gibt, wenn es tatsächlich einen Fall von Cybermobbing oder einen Fall von Sexting gibt. Da sollte man zumindest wissen, wo sollte man sensibel sein, wie könnte man, weil das ist ja auch gerade Cybermobbing ist ja etwas, genauso wie Sexting, was erstmal im Verborgenen lange abläuft, ja, bis es dann, wenn es rauskommt, dann ist schon sehr viel passiert. Wo kann man sensibel sein, wo könnte man so etwas erkennen und wenn dann das tatsächlich der Fall ist, dann eben zu schauen, erstmal gemeinsam auch mit den Eltern, aber dann eben auch zu schauen, wo kann ich mir Hilfe holen und wann ist auch der Punkt, wann muss ich die Polizei einschalten, wenn es wirklich darum geht, dass es eben Straftaten sind. Also zum Beispiel, das war heute im Workshop eben so, was mache ich denn, wenn ich irgendwie mitkriege, dass ein Schüler, eine Schülerin ein Porno auf seinem Handy hat. Ja? Wenn ich den Verdacht habe, ich kann das Handy wegnehmen, ich darf mir das aber nicht anschauen, weil das ist die Privatsphäre. Das heißt, ich darf aber als Lehrer, Lehrerin sehr wohl dieses Handy der Polizei übergeben. Die kann reinschauen, die kann beurteilen, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht. Aber dieses Wissen, das müssen Lehrer, Lehrerinnen auch haben. Was dürfen sie tun, was sollen sie tun und wann ist es auch Zeit, Hilfe von außen zu holen? Stichwort Straftat, ich habe gesagt, ich mag im Rahmen dieses Open Studios die Annahme darauf zurückkommen. Was ist denn heute ganz konkret, also Frage nicht nur an dich, aber weil du angesprochen hast, so, was ist denn ganz konkret eine Straftat, wo Jugendliche wirklich auch aufpassen sollten? Also ich darf von unter 18-jährigen Personen keine Nacktfotos oder Fotos in eindeutig erotischen Posen, nennen wir es mal so, verbreiten oder besitzen. Ja? Das würde sozusagen unter den kinderpornografischen Paragraphen fallen. Das ist ganz, ganz klar verboten. Eben, das wissen wir. Auch als Jugendlicher? Auch als Jugendlicher. Also ich muss 18 Jahre sein, ich muss volljährig sein. Dann ist das in Ordnung sozusagen. Das muss dann eben aber auch belegbar oder beweisbar sein. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ja? Das dann wirklich, na, war der jetzt noch 17 oder nicht? Was einfach ein Wahnsinn ist, dass das extrem peinlich natürlich für alle Beteiligten ist. Wenn jetzt aber die Eltern, die Lehrer und die Jugendlichen oder die Kinder wissen, hoppala, der könnte mein Handy einziehen und wenn ich da so ein Bild drauf habe, dann bin ich plötzlich als Täter, als Straftäter dran, dann gehe ich vielleicht schon ein bisschen anders mit dem um. Dann wäre ich auch meinen Freunden vielleicht anders. Ich glaube, eben diese Sensibilisierung ist sehr, sehr wichtig, ihnen das klar zu machen, dass es dieser liebgemeinte Liebesbeweis, dass das halt leider nicht geht, weil das ein öffentlicher Raum ist. Und so weit wird halt oft nicht geht, ah, wieso, ich habe es doch nur meinem Freund geschickt. Nein, du hast das in ein Netzwerk gestellt. Du hast das unter einer www-Nummer der ganzen Welt öffentlich gemacht. Leider werden von Missbrauchstätern diese verschickten Fotos, da gibt es eigene Filter, die das erkennen zum Beispiel in dem Moment, wo im Netz so ein Bild auftaucht, das wird von dem sozusagen runtergesaugt und der benutzt das dann als Kindermissbrauchsfoto. Ja, also der kann dann Missbrauchstätern Material zur Verfügung stellen, was natürlich überhaupt niemand gerne möchte. Ja, dass die sagen, wow, da sitzt dann plötzlich irgendein Straftäter, der sammelt Fotos von mir und verkauft die dann auch noch. Ja, weil der weiß, das ist eigentlich illegal und jetzt kriege ich dieses Material zur Verfügung gestellt und so arbeiten dann im Bereich der Kindermissbrauchsfotos die Täter, die das dann weiter benutzen. Also das will man dann natürlich nicht und ich will als junges Paar mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahren auch sicher nicht mit meinen Eltern vor der Polizei sitzen, wo ein paar Inspektoren dann
ist das Ihre Tochter oder zeigen Sie mir das Foto und dann auf einmal sehen das da. Also einfach Ihnen auch diese unfassbare Peinlichkeit ersparen, ja, weil es, ja, es passiert einfach mehr oder es hat eine größere Tragweite, als ich das am Anfang so in meinem Kopf habe. Ich möchte meinem Liebsten was Nettes tun und ein schönes Foto schenken. Kann ordentlich nach hinten losgehen. Das heißt, wenn ich das schon unbedingt tun will, ja, dann mache ich es, druck's aus und gebe es, wie es altmodisch heute üblich war, vielleicht so weiter? Genau, ich darf es also auf keinen Fall in ein Netzwerk stellen, ich darf es in das Netz nicht, darf ich nicht machen. Das wäre eine Möglichkeit. Noch besser wäre es an und für sich, wenn ich dieses Foto sozusagen von mir mache, wenn ich das auf meinem Selfie sozusagen mache, dann meiner Freundin eben zeige, und dann wieder bei mir lasse und wieder einstecke. Mhm. Dann ist da gar nichts passiert. Wenn ich als Jugendlicher plötzlich im Netzwerk oder über irgendein Medium so ein Foto bekomme, ist es ganz, ganz wichtig, das sofort zu löschen, ja, weil ich darf kein kinderpornografisches Material natürlich nicht auf meinem Handy haben und ich muss es sofort melden. Ich muss sagen, wo habe ich das her? Wer macht das? Weil ich möchte, oder man sollte dann natürlich auch die Person schützen, die das vielleicht leichtfertig oder ohne dem Wissen aus der Hand gegeben hat, dass das eben nicht die ganze Welt sieht, sondern dann so schnell wie möglich eingekreist wird, dass diese Fotos schnell wieder rauskommen. Also auch da habe ich die Pflicht sozusagen, da zu helfen, Zivilcourage auch im Netz zu zeigen. Und eben, einerseits, ich muss es sofort löschen, wenn ich so ein Material bekomme. Es wird ja auch oft verschickt unter lustigen Namen oder unter, ja, mach mich auf, ich bin lustig, bumm, und auf einmal sehe ich da Bilder, die mich schockieren, wird ja auch als Scherz sozusagen benutzt. Und auch da muss ich muss das sofort von meinem Handy runterkriegen, weil das ist ja auch für die Jugendlichen ganz, ganz stark, dass sie sich mit ihrem Telefon identifizieren. Das ist ja ein Teil von ihnen. Am liebsten hätten sie das ja wirklich die ganze Zeit nur in der Hand. Ja, und würden, ja, das gehört ja zu ihnen. Aber ihnen trotzdem eben klar zu machen, ja, es bist schon du und es ist auch deine Privatsphäre und da darf eben nicht jeder reinschauen, nicht jeder Lehrer darf da alle Bilder durchschauen. Es ist irgendwie privat, aber es ist trotzdem weltweit. Ja, und deswegen kann es eben zu diesen Situationen kommen, ja, die man natürlich keinem Elternteil und keiner Person wünscht, in solche Peinlichkeiten dann zu verstrickt zu werden und dann auch noch als Täter dazustehen. Weil ich habe das Foto von mir gemacht, schicke es meiner Freundin, dann bin ich schuld. Wenn die das dann weiter verteilt, weil da ja die Beziehung zu Ende ist, wie ich vorher schon gesagt habe, dann kommen oft die Eltern und sagen, ja, die darf doch das nicht weiterschicken. Sondern nein, er hätte es gar nicht wegschicken müssen. Und jetzt fühlt sich der natürlich ganz stark als Opfer, bekommt also auch von seinem Elternteil, von der Umwelt zu spüren, du Armer tun, was die mit dir machen. Und dann wird das aber aufgerollt und sagt man, na, Moment, du bist da schon auch ein großer Teil Täter. Und dann trifft mir das natürlich noch mehr, weil dann bin ich Opfer und Täter in einem und dann prasseln natürlich Gefühle auf mich ein, ja, wo ich wirklich Hilfe brauche, wo ich wirklich gute Leute mit Gesprächen brauche und eben alle möglichen Dienste, die in den Schulen eh so toll angeboten werden, auch nutzen muss. Ja. Wenn ich da als Elternteil, du hast jetzt einige Fakten gesagt zum juristischen, zum gesetzlichen, wenn ich mich da als Elternteil nochmal oder detaillierter informieren will, darf ich mich da an euch wenden? Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Verein Selbstbewusst gibt da auch Auskunft. Kann je nach Fall dann weiter vernetzen. Wir sind eine Einrichtung, die präventiv, also vorbeugend da ist, aber wir haben natürlich sehr, sehr gute Vernetzungspartner, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Kinderschutzzentrum, ganz, ganz wichtig. Je nachdem, wie massiv dann die Familiensituation vielleicht auch ist, muss man dann ja noch weiter vernetzen, aber wir machen das natürlich sehr, sehr gerne, dass wir dann an die richtigen Stellen ja, weiterschicken. Als Lehrer bin ich natürlich bei der pädagogischen Hochschule gut beraten, anzurufen, anzudocken, zu mailen oder wie auch immer. Was gibt es denn da durchaus auch juristisch zu bedenken? Wo sind wir denn so im schwierigen gesetzlichen Bereich, jetzt im besonderen Bereich Cybermobbing? Darf ich einmal noch kurz vorneweg schalten, weil ich gerade in diesem Bereich, wenn du auf die pädagogische Hochschule sprichst oder überhaupt auf Schulen, auf eine andere Herangehensweise, weil bis jetzt hört sich das alles so an wie, das Internet ist nur grausam, es ist gefährlich mit Pornos und sonst irgendwas. Ich würde gerne versuchen, auch eine andere Denkweise, eine andere Herangehensweise zu propagieren, nämlich eher zu sagen, schauen wir uns die Chancen an, die das Internet, die digitalen Medien uns nutzen und die unser Leben in vielen Bereichen vereinfachen, es leichter machen, es schöner machen. Und im Arbeiten mit diesen digitalen Medien und mit dem Internet dann diese Gefahren auch sichtbar machen und darauf hinweisen. Also nicht jetzt an der Schule einen Tag machen, wo es über Gefahren im Internet geht, sondern
über die Chancen sprechen und die Gefahren sehr wohl mit zu thematisieren. Also es hört sich alles so grausam an, was da alles passieren kann. Ich glaube, die guten, die sinnvollen, die schönen Möglichkeiten sind viel mehr und auf die sollten wir aufmerksam machen und mit denen gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen und Eltern auch arbeiten. Und dann immer eben auch hinweisen, aber passt auf, hier kann das passieren, hier gibt es gefährliche Dinge und so weiter. Also nicht immer nur von diesen Gefahren sprechen, sondern eher von den Chancen. Das wäre, denke ich, mehr die bessere Herangehensweise. Schülern auch zu zeigen, da kann man sinnvoll einsetzen, hier kann man es nutzen und so weiter. Wenn ich jetzt mal gerade auf Lehrer, Lehrerinnen irgendwie nochmal zurückkomme, es ist wichtig, einerseits in der Ausbildung, aber gerade für diejenigen, die im Beruf stehen, auch in der Fort- und Weiterbildung, wichtig ist einfach, sich da auch nicht zu verschließen, sondern sich auch zu öffnen und eben neue Medien auch tatsächlich einzusetzen und versuchen, in den Unterricht zu integrieren. Das ist auch ganz wichtig. Also ich sollte auch versuchen, die Chancen zu nutzen, im Unterricht zu nutzen, denn nur auf diese Weise kann ich auch präventiv arbeiten. Also es bringt wenig und es wird wenig hängen bleiben, wenn ich dann irgendwie von mir aus eine Stunde zum Thema Cybermobbing oder zum Thema Sexting mache und dann erkläre ich den Schüler, Schülerinnen, was dürfen sie nicht und nächste Woche ist es wieder vergessen. Das bringt relativ wenig. Sinnvoll ist es einfach, ständig, ich meine, es gibt ja auch den Grundsatzerlass Medienerziehung, es gäbe ja auch die rechtliche Grundlage dafür, dass es auch passiert, in allen Fächern und ich denke, das geht wirklich, also Sven hatte ja schon mal das Beispiel beim Workshop, das geht vom Deutschunterricht bis zum Sportunterricht, das ist eigentlich kein Fach ausgenommen, das geht auch genauso im Werkunterricht, in allen möglichen Fächern ist es nicht immer sinnvoll, aber es gibt Bereiche, wo es sinnvoll ist, Medien einzusetzen. Da sollte man sie einsetzen. Und wenn das alltäglich ist, der Umgang mit digitalen Medien in der Schule, im Unterricht, dann ist es auch viel einfacher, diese Dinge auch mit zu thematisieren. Also die Chancen zu nutzen und Chancen aufzuzeigen und gleichzeitig sagen, okay, und da und dort gibt es eben auch die Grenzen. Und das ist eigentlich was Wichtiges, wo sich die Schule auch hin entwickeln sollte. Ja? Also es gibt wirklich schon Lehrer, Lehrerinnen, die da einfach sehr viel machen und wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber es gibt eben auch noch genügend Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, sich da auch ein bisschen so rauszuhalten und versuchen, das zu ignorieren, weil man muss sich natürlich mit etwas Neuem auseinandersetzen und das ist immer schwierig und oft hat man irgendwie so Angst, technisch nicht mitzukommen, aber wie gesagt, es geht eigentlich nicht so sehr um die technischen Finessen, sondern es geht viel mehr um das, was dahinter steckt, eben diesen sinnvollen Umgang, ja, und wie kann ich pädagogisch sinnvoll damit umgehen. Also das Internet bietet eine unwahrscheinliche Anzahl von Chancen und von Möglichkeiten und jetzt in beiden Fällen, als Elternteil wie als Lehrer, Lehrerin, höre ich, ist der richtige Umgang einfach darauf zuzugehen, schauen, was man rausholen kann, schauen, was man konstruktiv damit tun kann und vor allem, und damit mag ich dieses Open Studio einfach gleich einmal beschließen, mich bei euch, bei meinen Gästen hier bedanken, Christine Weinen von der Pädagogischen Hochschule und vom Institut für Medienbildung, Christopher Starker, Verein Selbstbewusst, Sven Hosse, Pädagogische Hochschule. Der Konsens unseres Gespräches, reden wir drüber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.